In diesem Video sprechen wir über eines der größten Beratungsunternehmen der Welt, und zwar Accenture aus den USA. Und wir schauen uns das Unternehmen und die Aktie dahinter etwas genauer an und klären, ob der Wert derzeit ein Kauf ist oder ob man lieber noch abwarten sollte. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir wollen heute mal über Accenture reden. Eines der größten Beratungsunternehmen der Welt, spezialisiert auf den Technologiebereich und auch eines der wenigen, das tatsächlich börsennotiert ist. Denn die meisten Beratungshäuser sind nicht an der Börse, aber das schauen wir uns gleich etwas genauer an. Das Ganze basiert wie immer auf der Umfrage in der YouTube-Community und da habt ihr diesmal abgestimmt eben für Accenture. Schaut auch gerne im nächsten Zeitraum von samstags bis dienstags rein. Schreibt mir auch gerne hier in die Kommentare, welche Aktien ihr gerne mal in der Abstimmung mitsehen wollt, und dann könnt ihr gerne mit abstimmen, welches Unternehmen ich mir für nächsten Freitag mal etwas genauer vornehme. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr alle ein wunderschönes Weihnachtsfest hattet, dass ihr ein paar geruhsame Tage auch abseits der Börse habt, aber jetzt geht es ja so langsam wieder ins neue Jahr und da sollte man sich ja durchaus auch mal anschauen, welche Unternehmen vielleicht auch für das Jahr 2023 interessant sein können. Und wenn du es bisher noch nicht gesehen hast, ich habe auch einen Jahresausblick 2023 erstellt, den verlinke ich gerne mal hier oben, auf jeden Fall auch sehenswert, um so ein bisschen mal die Großwetterlage für das nächste Jahr abstimmen zu können. Und vielleicht ist Accenture ja so ein Unternehmen, was da für dich auch fürs nächste Jahr in Frage kommen kann. Genug der Vorrede, starten wir mal mit dem langfristigen Chart des Unternehmens. Und da sehen wir, dass der langfristige Chart ja so bis in die Dotcom-Zeiten zurückgeht, beziehungsweise danach, so 2001, da ging das Unternehmen an die Börse, hat dann hier eine turbulente Phase gehabt. Dann kam ja relativ schnell auch die Finanzkrise hier. Aber man sieht, im Prinzip ging es hier so im Wesentlichen relativ gut und ordentlich nach oben. Hätte man vor 10 Jahren 10.000 Euro investiert, wären daraus nochmal 30.000 Euro Kursgewinn geworden, 4.000 Euro Dividende, macht 340% ungefähr oder 16% aufs Jahr. Und mittlerweile hätte man sogar eine persönliche Dividendenrendite von 6%, wenn man vor 10 Jahren investiert hätte. Also eigentlich eine sehr ordentliche Entwicklung. Es gibt Unternehmen, die hätten sich durchaus stärker entwickelt. Wir haben uns ja zuletzt auch Google und Rollins angeguckt. Verlinke ich dann eben auch gerne mal hier oben beide Videos hintereinander. Und auch beide hätten sich tatsächlich stärker entwickelt als eine Accenture. Nichtsdestotrotz ist das ja mal gar keine verkehrte Entwicklung, auch gerade im Vergleich zu den Zinsen, die man da so in dem Zeitraum bekommen hat. Wenn man sich das Ganze jetzt mal anguckt im Vergleich zum S&P 500, denn Accenture ist zwar in Irland sozusagen mit ihrem Hauptsitz vertreten, ich würde mal behaupten aus steuerlichen Gründen, aber tatsächlich ist es ein amerikanisches Unternehmen und dementsprechend müssen wir das natürlich auch vergleichen mit dem amerikanischen S&P 500. Und den sehen wir hier unten eben über diesen Zeitraum 240% so ungefähr und Accenture im gleichen Zeitraum über 1440%. Das heißt, man wäre hier deutlich besser gefahren und eigentlich auch in so gut wie jedem Zeitraum. Schaut man sich das mal auf die letzten 10 Jahre an, sehen wir hier immer noch eine Überperformance von Accenture. S&P 500 170% knapp und Accenture 280%. Gab hier mal so eine Anfangsphase von 2013 eigentlich bis 2015, 16. Da wäre Accenture ein bisschen schwächer gewesen. Solche Phasen der Underperformance gibt es dann mal. Aber das Wichtige ist ja, dass das dann eben langfristig sich besser entwickelt. Das hätte Accenture hier tatsächlich getan. Schauen wir uns das mal an im Vergleich zu börsennotierten Wettbewerbern. Denn ich habe ja schon gesagt, viele sind nicht an der Börse. Gucken wir uns aber gleich mal drauf. Es gibt aber so ein paar, die an der Börse sind. Unter anderem hier auch eben Capgemini, die eher so aus dem französischen Bereich kommen. Deswegen hier mal umgerechnet in Dollar, damit wir eben hier eine vergleichbare Kursentwicklung haben. Und da sehen wir, auch die Kursentwicklung ist tatsächlich sehr vergleichbar. Capgemini, Accenture haben beide so ziemlich ähnliche Schwünge. Capgemini in vielen Phasen mal stärker gewesen, dann mal hier ein bisschen schwächer in der Corona-Phase, jetzt zuletzt eigentlich gleich auf. Ja, knapp 8% unten drunter, aber ansonsten im Großen und Ganzen relativ ähnlich. Auf Platz 3 kommt dann Cognizant, auch eher so ein Technologieunternehmen, auch Beratungsunternehmen. Das deckt sich da meistens 53% in dem Bereich. Dann kommt hier SAP in Dollar, damit wir auch hier einen vergleichbaren Kurs haben, ohne Wechselkurseffekte. 26-27% über den Zeitraum. Und dann haben wir hier noch IBM, -24%, auch wenn die in letzter Zeit ein bisschen stärker waren. Bei den beiden unteren muss man sagen, es sind jetzt nicht klassische Beratungsunternehmen, aber sie haben eben doch einen großen Beratungsanteil auch eben in der Firma. Dementsprechend sind sie jetzt hier mal mit drin. Und da Accenture als Unternehmen, da gehen wir gleich aber noch mal ein bisschen drauf ein, gerade im Technologiebereich als Beratungsunternehmen beheimatet ist, anders als jetzt vielleicht bekannte große Unternehmen wie PricewaterhouseCoopers oder McKinsey und so weiter und so fort,
ist man hier tatsächlich auf den Tech-Bereich spezialisiert. Deswegen sind diese Vergleiche dann auch eigentlich aus meiner Sicht mit am passendsten. Und auch IBM hat ja einen sehr, sehr großen Beratungsanteil in ihrem Geschäft. Und dementsprechend kommt das eigentlich dem am nächsten, was wir hier bei Accenture sehen. Aber wir gucken uns gleich noch ein bisschen genauer an, was Accenture macht. Wollen aber erstmal in die Historie des Unternehmens. Und die geht tatsächlich noch ein bisschen weiter zurück. Denn die ersten Ursprünge des Unternehmens, die gab es 1951. Da hat Joseph Glickauf, ein Manager im Bereich Administrative Services, den ersten Glickjack-Computer entwickelt. Das heißt, er war eigentlich auch so mit einer der Pioniere hinter der Computertechnik. Das hat sich dann sozusagen weiterentwickelt, war dann auch in Benutzung bei General Electric im Appliance Park. Das Ganze wurde dann irgendwann mal in 1988 umbenannt in Anderson Consulting, Arthur Anderson und Co. Das war dann die Firma, auch das ein recht bekannter Name im Consulting-Bereich für lange Zeit, bevor man dann eben sich hier tatsächlich im Jahr 2001 beziehungsweise genau 2001 umbenannt hat, auf der einen Seite eben in Accenture das Ganze verbunden hat, dann auch mit dem Gang an die Börse und seitdem eben hier dieser Kunstname Accenture entstanden ist, um eben diesen verschiedenen Bereichen Rechnung zu tragen und hier auch eben ein bisschen universeller aufzutreten, als das Ganze davor der Fall war. Das Unternehmen ist mittlerweile wirklich weltweit aktiv als Beratungsunternehmen. Sie macht ungefähr 85% ihrer Umsätze in 11 Ländern, natürlich den Großteil, 27 Milliarden ungefähr in den Vereinigten Staaten, dann Kanada 2 Milliarden, Brasilien 1 Milliarde, Großbritannien 4 Milliarden, Deutschland ist mit 3 Milliarden auch eins der größten Länder, Japan mit 5 Milliarden, aber größer. Das heißt, wir sehen so vor allen Dingen die westlichen Industrieländer. Das sind natürlich dann auch dort, wo die großen Firmen sitzen, in denen sie halt hauptsächlich auch ihren Beratungsschwerpunkt haben. Und da sind sie auch eben über die 10 wichtigsten Branchen im Prinzip verteilt. Tatsächlich der größte Branchenschwerpunkt ist hier im Bereich der Konsumgüter, Travel, also auch Reise und Services. Dann hier im Bereich öffentliche Dienstleistungen. Gerade in Amerika spielt natürlich da auch sehr viel im Regierungsbereich damit. Dann hier der Finanzbereich, ebenfalls sehr stark und ansonsten eben wirklich verteilt auch über die anderen typischen Branchen, die es da so gibt und die man da eben so als Kunden haben kann. Wenn man sich das mal anschaut, wie ist denn Accenture im Prinzip aufgebaut, in welchen Bereichen beraten sie denn, dann ja, ist das manchmal gar nicht so einfach und ich glaube tatsächlich, dass selbst wenn man jemanden bei Accenture fragt, niemand vielleicht bis auf die Management-Ebene dahinter allen Begriffen alles durchblicken kann. Vom Grunde her geht es aber tatsächlich um die wirkliche IT-Beratung. Das heißt, alles, was in den Firmen so IT-technisch antrifft, egal ob das jetzt eine Beratung ist, wie man SAP überhaupt mal einführt oder optimiert, ob SAP überhaupt das richtige System ist, wie man denn so euch aus so Big Data-Netzwerken im Prinzip die besten oder aus die ganzen Daten, die man hat, Big Data sozusagen, dann auch die Daten herauslesen kann, um daraus sinnvolle Dinge zu machen, wenn es darum geht, in die Cloud zu gehen und so weiter und so fort, Dinge zu optimieren. Und das sind so die verschiedenen Bereiche. Und da ist tatsächlich hier so der größte Bereich mit rund 26 Milliarden. Das macht die Cloud aus, hat ein starkes Wachstum, 35%. Das heißt, man bietet da eigene Services an, aber vor allen Dingen hilft man da eben bei Beratung, Aufsetzung, Optimierung und so weiter. Dann auch ein weiterer Bereich, der kleinste aber, das ist der Security-Bereich, wächst aber auch unheimlich stark, 30%, macht 6 Milliarden vom Geschäft aus. Also im Prinzip Datensicherheit, ein Riesenthema, sehr wichtig. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man sich da weiter professionalisiert. Viele Firmen haben da einfach nicht die Spezialleute oder wenn dann zu wenige für die Dinge, die sich da dynamisch entwickeln, da hilft ein Beratungshaus natürlich unheimlich weiter. Dann gibt es hier diesen Bereich Interactive, 14 Milliarden, wächst aber auch am wenigsten mit 10%. Ja, da gibt es eben dann auch nochmal ein bisschen die interaktiveren Dinge des digitalen Lebens, also wie man das sozusagen auch weiterentwickeln kann, wie man das eben auch sozusagen interaktiver gestalten kann, wie man da eben auch die Kundenexperience optimieren kann, also auch Richtung Kunden mehr zu machen. Und dann Industry X, auch stark wachsend, 30%. Ehrlich gesagt, so ganz verstanden habe ich nicht, was dahinter steckt. Macht 6,5 Milliarden Umsatz aus, ganz so klein scheint es nicht zu sein. Da geht es wohl, so wie ich das zumindest mal begriffen und verstanden habe, ebenso in diese Spannungsfeld von Entwicklung, Design bis hin in Produktion und eben auch Entwicklung. Also da eben mehr auch sozusagen in die Wertschöpfungskette direkt reinzugehen, anstatt einzelne große Spezialfelder zu bedienen, sondern eben eher so ein bisschen den kompletten Industriebereich eben da auch mit abzudecken, auch in Richtung Produktion zu gehen. Jetzt nicht selbst zu produzieren, aber einfach was die Beratungsleistung angeht, die digitale Optimierung sozusagen der Produktion. So ist das zumindest das, was ich verstanden habe. Aber wer da ein besseres Verständnis von hat und vielleicht auch ein bisschen tiefer drin ist bei Accenture, schreibt mir es gerne mal unten mit rein. Ehrlich gesagt, aus der Webseite, aus den Unternehmensberichten, aus den sonstigen Berichten bin ich da nicht so sonderlich viel schlauer geworden.
Wichtig ist aber eben, dass das Unternehmen sehr stark wächst. Und was wir hier mal sehen, ist sozusagen in diesem dunkel-lilanen Bereich, wie Accenture gewachsen ist in diesen einzelnen Phasen. Und das eben im Vergleich zum Wettbewerb, aber auch der Gesamtwirtschaft. Wenn man mal guckt, dann ist hier tatsächlich so von 2014 bis 2016 das Unternehmen um 9% pro Jahr gewachsen. Dann im nächsten Zeitraum 17 bis 19 8% pro Jahr. Und dann hier von 2020, 22 nochmal ein Riesensprung, 13%. War natürlich auch gerade durch Corona geprägt, nochmal sehr viel stärker in die Digitalisierung zu gehen. Viel mehr Leute im Homeoffice, viel mehr Dinge, die in der Cloud passieren. Das war natürlich nochmal ein Riesengeschäft hier für Accenture. Das war mit Sicherheit natürlich auch ein großer Einmaleffekt, den man da nochmal mitgenommen hat, der aber mit Sicherheit natürlich bleibende Folgeaufträge mit sich bringt. Insofern mit Sicherheit gut da aufgestellt, in diese Phase hineingegangen und dann das Beste eben da herausgeholt. Was man mal sehen kann, ist, dass eben hier Accenture ganz ordentlich wächst und ja, immer weiter sozusagen sich am Marktwachstum beteiligt. Ein großer Teil, dass man eben auch stärker wächst als der Markt, das sind eben auch Übernahmen. Das heißt, Accenture verfolgt nicht nur organisches Wachstum, was sie sehr gut tun, sondern eben auch ein anorganisches Wachstum über Zukäufe von anderen Firmen. Auch in Europa übrigens sehr stark aktiv. Und dann hat man hier durchaus im Milliardenbereich die einzelnen Jahre gekauft, auch 2022 bisher. Gerade im ersten Halbjahr 21 Zukäufe im Wert von um die 4 Milliarden. Letztes Jahr hat man in Summe gerade mal 4,2 Milliarden gemacht. Das heißt, man sieht schon, was hier tatsächlich Accenture auch an Investitionen tätigt und wie sie eben auch weiter versuchen, die Marktanteile abzugreifen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr fragmentierter Bereich, der Beratungsbereich. Es gibt ein paar sehr, sehr große Namen, aber es gibt eben durchaus noch sehr, sehr viele kleine Spezial- und Nischenfirmen, die sich dann natürlich auf einzelne Dinge spezialisiert haben oder auf einzelne Softwarelösungen, die man natürlich dann mit dazu kaufen kann. Accenture ist dabei, das habe ich ja eingangs schon gesagt, eines der größten Beratungshäuser der Welt, aber eines vor allen Dingen der größten börsennotierten Beratungsunternehmen der Welt. Denn größere Firmen wie Deloitte, PricewaterhouseCoopers, die sich ja mittlerweile nur noch PwC nennen, McKinsey, Boston Consulting Group, Booz Allen Hamilton und so weiter und so fort, Bain & Company, das sind alles große Unternehmen. Viele davon sind aber tatsächlich gar nicht an der Börse. Dementsprechend war es auch schwer, wirklich die großen Firmen sozusagen mit zu vergleichen gegen Accenture. Was interessant ist, das sind jetzt Daten aus 2019, die sind nicht mehr ganz so aktuell, aber viel neuere gibt es jetzt leider nicht für so einen Vergleich. Sehen wir schon, dass wir hier mit 43 Milliarden schon so zu den größten Beratungsunternehmen zählen bei Accenture. Das ist mittlerweile eher angewachsen. Interessanterweise hat man aber fast doppelt so viele Angestellte wie die anderen großen anderen Anbieter. Das heißt, man hat durchaus sehr, sehr viel mehr Personal als die anderen Beratungshäuser in ihrem Haus. Und ist da so ein bisschen anders aufgestellt als bisher. Dementsprechend hier auch der Umsatz pro Mitarbeiter geringer. Nichtsdestotrotz, Unternehmen verdient gut, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Aber es ist interessant, dass andere Firmen da durchaus ein bisschen stärker aufgestellt sind. Aber es ist natürlich auch ein anderes Geschäft, das muss man auch sagen. Die Deloitte, PricewaterhouseCoopers, die sind natürlich vor allen Dingen sehr stark auch in diesem Wirtschaftsprüfungsbereich aktiv. Das heißt, das ist etwas, was Accenture gar nicht macht. Und dementsprechend sind das ganz andere Geschäftsbereiche oder ganz andere Art und Weise der Beratung wieder. Da gehört die Beratung dazu, beziehungsweise sollte sie ja nicht, sie sollte getrennt sein, aber zumindest mal zum Konzern gehört das eben dazu. Und bei Accenture ist es im Prinzip im Wesentlichen die Beratung, ähnlich wie bei McKinsey. Aber da sehen wir eben auch pro Mitarbeiter deutlich höhere Erträge, als das jetzt bei Accenture der Fall ist. Das Unternehmen ist im Wesentlichen im Besitz von institutionellen Investoren. Das heißt, wir sehen hier die typischen Verdächtigen. Vanguard Group mit 8,8%, BlackRock mit 4,6%, State Street mit 4% und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen vor allem die institutionellen Investoren, Fonds, Pensionskassen und eben vor allen Dingen ETF-Anbieter, die hier die großen Anteile haben. Hier bei den strategischen Investoren, da sehen wir jetzt hier eine Milestone Resources Group. Das ist im Prinzip ein bisschen strategischer Investor, der sich vor allen Dingen so im IT-Bereich stark aufstellt. Aber das ist auch keine allzu große Investition für so ein Unternehmen. Und dann sehen wir eben hier sehr, sehr viele einzelne Namen, teilweise mit sehr, sehr kleinen Beträgen, 0,03%, 0,01%. Die jetzige CEO, Julie Sweet, gucken wir uns gleich an, 0% steht hier. Das sind trotzdem noch so um die 8,6 Millionen. Aber selbst der größte private Anteilseigner hat 58 Millionen investiert, was natürlich eine ordentliche Summe ist. Aber wir sehen, das sind eher vergleichsweise kleinere Beträge. Und das ist typisch für so ein Beratungshaus, dass man da eben die Partner beteiligt an dem Unternehmen. Und das sind natürlich dann auch stolze Summen, die dahinter stecken für die jeweilige Person. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass da jetzt wirklich eine kontrollierende Einheit dahinter steckt im strategischen Sinne. Wie gesagt, geführt wird das Unternehmen von ihr, Julie Sweet. Sie ist seit September 2019 CEO des Unternehmens.
Und wir haben gerade gesehen, sie hat jetzt nicht die größten Anteile, aber sie ist bei den strategischen Investoren eben unter den größten mit dabei. Ist auch schon länger im Unternehmen und jetzt eben seit September 2019 zum CEO ernannt worden. Der größte private Anteilseigner, das ist er hier, Jean-Marc Olagnier, wenn ich mir das jetzt richtig ausspreche. Er ist CEO von Accenture in Europa und eben auch der größte Anteilseigner und das aber mit dann nur 0,03%. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn wir 0,03% am Unternehmen gehören würden. Das wäre dann eben ein stolzes Sümmchen. Hätte ich auch nichts dagegen. Gucken wir uns mal an, wie sich das Unternehmen aber inhaltlich entwickelt hat. Von den fundamentalen Daten gehen in Aktienfinder und da sehen wir hier diese sehr, sehr schöne Umsatzentwicklung, die sehr konstant nach oben gegangen ist. Hatten dann auch nochmal hier so einen Sprung im Corona-Jahr, was hier gerade so ein bisschen überdeckt wird. Ordentliche Margen, 32% Bruttomarge, operative Marge 15%, Nettomarge 11%. Ist aber für ein Beratungsunternehmen jetzt auch nicht bombastisch gut. Also es sind gute Zahlen, gar keine Frage. Aber gerade eben für so ein Beratungsunternehmen, da hat man normalerweise höhere Margen, die dann durchaus eher so in die 40-50%igen Bereiche gehen. Also da ist durchaus hier noch ein bisschen Luft für Accenture zur Optimierung. Die Margen sinken aber auch nicht, sondern sie steigen tendenziell, wenn auch nur schwach. Also das heißt, die waren in der Vergangenheit niedriger. Insofern ist da jetzt kein Problem durch sinkende Margen. Sie steigern es langsam, aber eben jetzt auch nicht so sonderlich stark. Woher der Umsatz kommt, hatten wir gerade schon so ein bisschen besprochen. Der große Anteil, der kommt eben hier aus den Vereinigten Staaten, 45%. Dann kommt Europa mit 32%. Dann hier wachsende Märkte, 20%. Dann der restliche nordamerikanische Bereich, noch 2%. Und Irland, 1%, was natürlich auch deswegen relevant ist, weil das Unternehmen ihren Hauptsitz aus steuerlichen Gründen voraussichtlich eben in Irland hat. Die Geschäftsbereiche hatte ich gerade schon gesagt. Wir haben hier rund 30% hier im Bereich Products, dann ungefähr 20% Kommunikation, Medien, Technologie, 19% hier im Bereich Finanzservices, 18% hier im Bereich Gesundheit und dann 13% im Resources-Bereich. Das sind sozusagen die Branchen, denen man sozusagen zuarbeitet oder mit denen man arbeitet. So ist das Ganze hier eben aufgeteilt. Der Gewinn entwickelt sich ebenfalls sehr schön stetig nach oben. Ja, es gibt manchmal ein paar Schwankungen, aber wir sehen vom Grunde her, wenn man das bereinigt, vor allen Dingen den Gewinn, dann haben wir hier wirklich einen sehr, sehr konstanten Anstieg des Umsatzes. Auch die Dividende wird konstant gesteigert. Nicht des Umsatzes, sondern des Gewinns, wollte ich sagen. Und die Dividende wird eben entsprechend auch schön konstant gesteigert. Gab nur hier mal so ein bisschen eine kurze Phase, wo es so ein bisschen durcheinander gekommen ist. Aber ansonsten wird das ordentlich gesteigert. Genauso auch die Bilanz, sehr solide. Wir sehen im Prinzip keine allzu große Verschuldung. Die Tilgungskraft, die sogar noch übrig bleibt nach Auszahlung der Dividenden, würde locker reichen, innerhalb von einem Jahr die Schulden zu tilgen. Dann sind hier noch so ein paar offene, zinsfreie Schulden, offene Posten könnte man sagen. Und das alles gedeckt durch das Kernvermögen, Cash und Wertpapiere ist auch noch da. Da ist ein bisschen Goodwill in der Bilanz. Das hängt auch damit zusammen, dass Accenture tatsächlich einiges auch an Patenten hat und auch einiges an Lizenzprodukten und Co. Dementsprechend natürlich auch ein bisschen geistiges Eigentum. Dann kaufen sie eben immer wieder Firmen dazu. Das hängt dann eben auch damit zusammen, dass da durchaus durch die Kaufdifferenz zum inneren Wert des Unternehmens dann eben immaterielle Vermögensgüter geschaffen werden, die in der Bilanz dann hängen. Wir haben auch noch ein bisschen zurückgekaufte Aktien in der Bilanz. Also insofern eine solide Bilanz, alles in Ordnung. Kein Problem. Wie gesagt, Aktien zurückgekauft werden tendenziell auch. Auch das für uns Anteilseigner dann eher ein Vorteil, weil unser Anteil an dem Unternehmen sich grundsätzlich mal erhöht wie so eine Art Rückenwind. Auch nicht so verkehrt, aber in letzter Zeit eigentlich eher konstant geblieben. Aber langfristig betrachtet geht es eher runter als hoch. Dividende hatten wir gerade schon gesagt, wird kontinuierlich gesteigert. Wir sind hier bei so einer Dividendenrendite von um die 1,2-1,5%. In der Spitze gab es hier mal so 2,5%. Das war die absolute Spitze, was es mal an Dividenden gab, 2013, 2014. Ansonsten steigt die Dividende zwar kontinuierlich, aber der Aktienkurs ist durchaus zwischendurch nochmal stärker gestiegen. Da war man sogar mal unter 1% Dividendenrendite. Mittlerweile ist man wieder so im 5-Jahres-Korridor angekommen. Der ist hier so in diesem Bereich. Und das Ganze soll auch weiterhin ordentlich gesteigert werden. Das heißt, wenn man heute investieren würde und würde bis Ende 2040 investiert bleiben und die Dividende würde so gesteigert werden wie prognostiziert, dann hätte man eine persönliche Dividendenrendite von knapp 6% zu dem Zeitpunkt ab heute gerechnet. Und das ist doch mal gar nicht so schlecht, wenn man sich auch die restliche Entwicklung des Unternehmens anschaut. Aber ob das dann so kommt, das weiß natürlich im Vorfeld niemand. Dafür ist der Zeitraum einfach viel zu lang. Aber es gibt einem zumindest mal so eine gewisse Prognose mit. Gehen wir mal in die Kennzahlen des Unternehmens rein, also KGV und Kursumsatzverhältnis und so weiter. Dann sehen wir, haben hier ein Kursgewinnverhältnis von an die 24, egal ob bilanziert oder bereinigt. Das macht keinen großen Unterschied. Und
Und selbst damit sind wir immer noch nach dem starken Rückgang der letzten Monate, sind wir hier trotzdem noch etwas über dem Schnitt der letzten 10 Jahre. Das heißt, wir hatten hier einfach wirklich eine sehr, sehr starke Steigerung. Und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen auf den Schnitt der letzten 10 Jahre zurück. Kursumsatzverhältnis ist allergleiche, sind wir bei 2,7. Der Schnitt liegt eher so bei 2,5 über die letzten 10 Jahre. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen was wieder abgebaut, aber kommen gerade mal so knapp über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre raus. Schauen wir uns das mal an im Vergleich zu Wettbewerbern. Dann sehen wir Accenture, wie gesagt, so bei 25, IBM bei 16, ist aber auch lange sehr stark verprügelt worden. Capgemini 15, Cognizant bei 12, SAP bei 20. Also ist Accenture da tatsächlich weit vorne, was auch die Kennzahlen angeht. Muss aber auch sagen, von allen Unternehmen ist es hier das stark wachsendste und stabilste wachsende Geschäft. Und das wird natürlich dann auch eben durch höhere Kennzahlen entsprechend Berücksichtigung finden. Gehen wir mal in den Piotrowski-Score. Wie gesagt, wir sind Ende 2022, da macht der fast kaum Sinn, weil es hier noch den Vergleich gibt, 2021, 2022. Wobei, wir haben ja sogar schon die 2022er Zahlen, insofern kann man das sogar schon nutzen. Was wir da jetzt aber haben, im Prinzip ist auch hier nur 6 von 9 Punkten. Liquidität gesunken, Aufnahme von neuem Eigenkapital, das deckt sich nicht mit dem, was wir im Aktienfinder gesehen haben. Die Margen etwas gesunken, auch das ist nicht das, was wir im Aktienfinder sehen. Und dementsprechend, man kann hier schon sagen, grundsätzlich auch von der Piotrowski-Betrachtung her grün und in Ordnung, also bilanziell soweit passend. Gehen wir mal in Transparent Share rein, gucken da in den Levermann-Score. Der reiht aber eher im Moment zum Verkauf, also keine Kaufempfehlung. Das liegt vor allen Dingen eben am KGV, auch an der Kursveränderung der letzten 6 Monate, auch im Vergleich zum Index, am Kurs-Buchwert-Verhältnis. Ansonsten nur ein paar Punkte, die dazukommen, Eigenkapital, Rentabilität, Eigenkapitalquote, Gewinnmarge, das sind so ein paar positive Punkte, erwartetes Gewinnwachstum. Aber im Moment eben ein Punkt im Minus und damit eine Verkaufs-, also keine Kaufempfehlung vom Levermann-Score hier. Und jetzt gehen wir mal in die Bewertung des Aktienfinders hinein. Was wir hier sehen, wie immer in Schwarz, den Aktienkurs des Unternehmens. Die bunten Linien sind die fairen Werte. Wir sehen ja, dass die relativ konstant laufen. Das heißt, keine großen Schwankungen. Das spricht eben auch für einen relativ konstanten Gewinn- und Cashflow-Anstieg. Und was wir sehen können, ist, wir waren hier die ganze Zeit eigentlich immer wieder so um die fairen Werte drumherum. Bei Corona sind wir kurz drunter getaucht. Dann gab es hier eine riesige Rallye, ein bisschen so eine Überbewertung wie bei anderen Tech-Firmen auch. Das hat dann tatsächlich hier schon fast den Anschein gemacht, als ob es hinten überkippt, so stark will es steigen. Und dann kam hier der harte Abverkauf. Jetzt sind wir auch ähnlich, wie wir das gerade gesehen haben bei den historischen Kennzahlen, etwas über den fairen Werten. Wir waren jetzt hier schon mal zumindest mal auf dem fairen Wert des Cashflows, sind aber jetzt noch nicht so sonderlich viel tiefer runtergekommen und würden das auch erst sozusagen im Jahr Ende 2023 erreichen, die fairen Werte. Das heißt, man müsste jetzt erstmal noch ein Jahr warten, bis man die fairen Werte ungefähr erreicht. Oder es fällt halt nochmal runter, dann käme man halt schneller dahin, dann wäre das attraktiver. Aber selbst vom jetzigen Zeitpunkt an, bis zum August 2025, hätte man ein Potenzial von 21% oder 8% pro Jahr und dementsprechend, das wäre okay, das wäre nicht so stark wie die letzten Jahre, aber es wäre immer noch ein ordentliches Wachstum, aber eben nicht das, was das Unternehmen die letzten Jahre bisher hingelegt hat. Gehen wir mal in die Betrachtung des Charts, da gucken wir mal erstmal mit dem langfristigen Chart an. Was wir sehen ist hier vor allen Dingen nach dem Börsengang so diese typischen Verwirbelungen, die es dann mal so gibt eben beim Börsengang und oder die Jahre danach und dann erst fängt sich das an einzupendeln. Dann haben wir hier die Finanzkrise und dann so ungefähr ab der Finanzkrise hatten wir hier eigentlich einen sehr, sehr konstanten Verlauf bis zu Corona. Wir haben uns innerhalb von Corona auch im Trendkanal tatsächlich gehalten. Wir sind zwar auf Tagesbasis mal kurz drunter, aber wir gucken uns ja hier langfristig die Wochen an. Und dann sind wir sofort wieder oben rüber und dann gab es tatsächlich hier so eine Phase von einer Überbewertung und jetzt kommen wir wieder in diesen Trendkanal hinein. Wir sind noch nicht ganz unten, wir waren aber auch oft nicht ganz unten und sind dann wieder weiter gestiegen. Das heißt, es kann sein, dass sich das jetzt fortsetzt, aber vom Grunde her, so ähnlich wie wir das auch gerade bei den fairen Werten gesehen haben, es wäre auch tatsächlich noch weiter Luft nach unten. Und dementsprechend gucken wir uns das mal ein bisschen kurzfristiger an und gucken uns jetzt den Accenture-Chart in der täglichen Darstellung an. Das heißt, jede Kerze ist ein Tag. Hier links ist das Corona-Tief, der Crash und dann dieser sehr starke Anstieg. Dann hier Ende 2021 der Hochpunkt und dann mit dem Jahreswechsel ist dann hier so richtiger Abfall passiert, also ein richtiger Ausverkauf. Man kann hier sogar so ein bisschen den Doppeltop erkennen, dann ging es hier tatsächlich so runter. Und jetzt flacht sich das Ganze so ein bisschen ab. Und wir sehen hier zumindest zuletzt, aber das ist noch nicht abgeschlossen, so ein bisschen eine Bewegung nach oben. Und das passiert auch an einem sehr sinnvollen Niveau. Wir haben hier tatsächlich so diese Nach-Corona-Hochs, wo es auch hier immer wieder so Unterstützung gab. Dann hat das jetzt eben hier auch angefangen, wie so eine Art
Bodenformation zu machen, setzt jetzt hier gerade nochmal auf, heißt aber nicht, dass es jetzt wirklich hält. Das kann genauso gut hier nochmal unten durchfallen, dann wäre hier auch noch durchaus Luft, so bis zu 210 oder 200 Dollar, so in dem Bereich, dass sich hier unten nochmal einpendelt, ist durchaus alles noch im Bereich des Möglichen, aber das ist jetzt hier halt eine wichtige Zone, in der es mal halten könnte und halten sollte. Was es schon mal gemacht hat, ist schon mal einen ersten Abwärtstrend zu überwinden, das heißt, was wir hier gesehen haben, ist mit dieser Sommerrallye, die es gegeben hat, ist hier Accenture tatsächlich sehr stark nach oben gestiegen. Es hat aber nicht gehalten, ging dann doch nochmal hier unten tief drunter durch. Und jetzt so langsam fängt es wieder an, sich nach oben zu bewegen, so ähnlich wie es das jetzt hier auch gemacht hat. Die Frage ist, ob das dann wirklich jetzt nach oben wegdreht oder nicht. Denn wir haben auch hier noch so ein bisschen gestrichelt dargestellt, durchaus nach wie vor einen flacheren Abwärtstrend. Und da müsste es jetzt erstmal oben drüber rauskommen. Das heißt, was wir bei Accenture im Moment sehen, ist, es könnte tatsächlich der Anfang der Bodenbildung sein. Und vielleicht ist das wie in der Vergangenheit, dass es einfach gar nicht so tief runterkommt, sondern einfach so ein bisschen zur Seite und dann eben mit langsamem Wachstum nach oben, einfach wieder weiter nach oben wandert. Das kann durchaus sein. Aber vom Grunde her, wir haben es bei der Bewertung gesehen, wir sehen es auch im Chart, es ist durchaus noch weiter Luft nach unten. Dementsprechend sehen wir jetzt gerade in so einer Übergangssituation, in der man am besten einfach mal abwartet, was passiert. Wenn es nach unten fällt, wartet man weiter ab und kann nochmal günstiger einsteigen. Wenn es dann nach oben steigt, dann kann man eben auch einsteigen, kann dann aber auch sicherer sein, dass tatsächlich hier dieser Bodenbildungsprozess beendet ist und dass zumindest mal nicht unbedingt noch neuere, tiefere Tiefs kommen. Höchstens natürlich, wie immer, die Außerirdischen landen. Dann kann natürlich alles passieren. Dann, diese Black Swan Events sind natürlich immer möglich an der Börse. Ich persönlich bin am Unternehmen nicht beteiligt. Ich bin in Accenture nicht investiert. Ich finde es ein interessantes Unternehmen, das ich immer wieder beobachte. Ich habe aber bisher noch keinen Platz bei mir im Depot gefunden. Ich habe einfach Werte, die ich persönlich attraktiver finde und lieber haben möchte. Das kann jeder für sich selbst bestimmen. Vom Grundsatz her ist es aber ein attraktives Unternehmen, was man sich durchaus mal anschauen kann. Vielleicht nicht jetzt unbedingt direkt zuschlagen, aber man kann zumindest mal überlegen, ob das dann ins eigene Depot passt oder nicht. Wenn man sich unsicher ist, was denn überhaupt ins eigene Depot passt und was denn da die Unterschiede sind zwischen Accenture und vielleicht anderen Firmen im Depot, dann gerne mal melden für ein kostenloses Erstgespräch. Dann schauen mein Team und ich, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat dir schon mal weitergeholfen. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, falls noch nicht geschehen. Schreib mir in die Kommentare gerne, welche Videos bzw. welche Aktien ich mir nochmal etwas genauer anschauen soll. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das ist das letzte Video im Jahr 2022. Ich hoffe, du hattest eine schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, du hattest ein erfolgreiches Jahr 2022. Vielleicht an der Börse nicht ganz so sehr wie hoffentlich privat. Und ich wünsche dir alles Gute für 2023. Einen guten Start erstmal, einen guten Rutsch. Und dann natürlich auch bessere Kurse für das nächste Börsenjahr. Und wie gesagt, Jahresausblick habe ich schon gemacht. Nächste Woche Dienstag kommt dann noch ein Video zum Jahresrückblick 2022, woraus man vielleicht auch nochmal Lehren ziehen kann. Mach's gut, vielen Dank dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.